Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Kingdom Hearts im Final Mix. Im letzten Part haben wir versucht, hier im Herztribunal Alice Unschuld vor der Herzkönigin zu beweisen. Nach einigem Hin und Her ist sie verschwunden und jetzt suchen wir sie. Und ja, so wie es aussieht, sind merkwürdige Dinge am Geschehen hier im Wunderland. Und oh, besondere Gegner, die Rarfungi, glaube ich. So, die können tatsächlich zufällig hier im Wunderland und auch in einigen anderen Welten auftauchen und machen hier, wie man sieht, diese Gesten. So, die sind tatsächlich nicht feindlich, sondern können uns sogar sehr hilfreich sein, wir ganz tolles Zeug von ihnen bekommen, wenn wir ihnen geben, was sie haben wollen. Und sie wollen von uns tatsächlich Magie. Jede dieser Gesten steht für einen Zauber. Wenn wir den auf die Gegner wirken, dann kriegen wir was Feines am Ende. Hier zum Beispiel wollen wir Eis machen, weil ihm warm ist. Das mit diesem Licht von oben können wir leider nicht machen, weil wir den Zauber noch nicht haben. Als netten Nebeneffekt gibt es jedes Mal noch einen Tech-XP. Und wenn wir es dreimal richtig gemacht haben, bekommen wir ohne Pyrosplitter. Wir bekommen tatsächlich seltene Crafting-Materialien von denen. Tauchen, wie gesagt, relativ selten auf. Ich glaube, drei sind es hier. Und wenn sie schon mal da sind, wollen wir doch auch gleich mal versuchen, ihm zu helfen. Goofy, dein Hintern ist im Bild. Ah, das hätten wir machen können. Das können wir leider nicht machen. Mach was anderes. Das können wir machen. Komm, und nochmal. Das hilft mir nicht. Den Zauber kann ich nicht, mein Freund. Aber den kann ich. So, und wir bekommen einen Cyanid-Splitter. Sehr schön. Mensch, auf die wollte ich eigentlich viel später erst eingehen. Es waren, glaube ich, Rafungi? Rafungi? Ich glaube, die Rafungi. Guck sicherheitshalber nochmal nach. Ich will die Gegner ja hier alle auch entsprechend richtig bezeichnen. Die Puffungi waren das, okay. Gut daran, dass ich hier jetzt gerade Namensverwechslung hatte, kann man vielleicht schon erahnen. Es gibt da verschiedene von diesen Pilzen, die tatsächlich auch verschiedene Sachen von uns wollen. So, der dritte ist, glaube ich, schon verschwunden. Ich habe das Verschwindegeräusch gehört. Ja, man muss relativ schnell sein, wenn die auftauchen. Aber gut, wir sind jetzt eh noch nicht intensiv am Materialienfarmen, deshalb soll uns das im Moment auch noch nicht so sehr stören. Stattdessen, falls euch übrigens wundert, warum wir jetzt wieder am Herztribunal angefangen haben nach dem letzten Part, liegt schlicht und einfach daran, dass da ein Aufnahmepäuschen dazwischen lag. Deshalb sind ja auch die Blumen alle wieder zu. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt erstmal, hier sind wir ja durch. Jetzt muss ich selbst wieder kurz gucken, was wir schon gemacht haben. Hier sind wir, glaube ich, schon durch, oder? Die Truhe hatten wir uns geholt. Ja, hatten wir. Sehr schön. Gut. Dann weiß ich doch schon, wo wir als nächstes hinwollen. Bin ich doch tatsächlich jetzt ein bisschen aus dem Konzept geraten durch die Puffungis. Oh, und da sind wieder reguläre Gegner. Das bedeutet dieses Mal keine Puffungis für uns. Wie man sich vielleicht denken kann. Aber dann wollen wir jetzt erstmal hier noch diese Ado-Wampe erledigen. So. Und Ado-Wampe erfolgreich erledigt. Haben wir noch ein paar Schattenloche fertig. Bin mir übrigens im Moment tatsächlich etwas unschlüssig, wie ich tatsächlich die Gegner hier jedes Mal so mitnehmen sollte. Wir sind tatsächlich momentan mit unserem Level 11 gar nicht mal so dezent überlevelt im Moment. Das wird sich zwar wahrscheinlich mit der Zeit wieder so ein bisschen die Waage halten, aber dadurch, dass ich halt viele Let's Plays durch die Aufnahmepausen, viele Passagen durch die Aufnahmepausen auch öfter mit Gegnern fülle, als es eigentlich vom Spiel gewollt ist, passiert es halt hier und da leider leicht mal, dass wir etwas überleveln. Ich werde mal ein bisschen gucken. Wenn es zu leicht wird, kann man ja immer noch ein bisschen die Handbremse ziehen. Ich werde mal ein bisschen gucken, wie der Boss dieser Welt hier so läuft. Und dann werden wir ja sehen. Frag mich gerade, ob ich da auch so reinhüpfen kann. Nee, tatsächlich nicht. Das muss da sein, damit wir durchgehen können. Aber das macht auch nichts. Nein, nicht die Blume. Warum, Sora? Erklär mir doch, warum willst du immer Blumen angreifen? Die haben dir gar nichts getan.
Erledigen wir hier noch schnell. Über Klappersoldaten. So. Und dann hoch, da ist noch einer. So. Jetzt aber komm. So. Mein, grundsätzlich ist es ja gar nicht so schlimm, wenn wir überleveln, weil spätestens zum Ende des Let's Plays, wenn es dann auch so ein bisschen an die Secret-Bosse und das alles geht, spart mir das natürlich eine Menge Farmerei und natürlich falle ich da jetzt runter. Da will ich sie extra schon mit Eis angreifen, damit ich nicht runterfallen kann. Und was passiert? Ich falle runter. Ich würde sagen, an diesen nervigen Kollegen hier hauen wir, laufen wir jetzt einfach mal kurz vorbei, denn ich möchte unbedingt hier durch, ins Wunderzimmer. Hier sind wir ja schon mal durchgegangen. Aber wie man jetzt gerade so ein bisschen vielleicht sieht, hat sich hier ein bisschen was geändert. Um genau zu sein, hat sich der Raum so minimal gedreht. Um das Kind mal beim Namen zu nennen. So, und jetzt ist es im Endeffekt sogar so, dass hier jemand Vasen an die Wände gemalt hat. Weil der Boden jetzt nämlich eine Wand ist. Jetzt sind die Vasen nicht mal mehr an den Boden gemalt. So, und auch dich wollen wir noch erledigen. Na komm. Ich entschuldige mich übrigens schon mal dafür, sollte sich meine Stimme etwas komisch anhören. Ich bin die letzten Tage etwas erkältet gewesen und ja, das hängt mir noch ein bisschen nach, aber ich denke, es sollte soweit alles in Ordnung sein. Drehen wir doch einfach mal am Wasserhahn. Und siehe da. Die Vase, sie ist kein Bild mehr. Sie ist echt. Nichts, was uns noch wundern sollte nach allem, was hier schon passiert ist. Hüpfen wir doch mal rein. In die Vase. Und landen, wie es aussieht, wieder beim Herztribunal. Und zwar bei eben dieser Kiste hier. Ah, ein Meteogummi. Okay, ich hatte jetzt mit was anderem gerechnet, aber gut, Meteogummi nehme ich auch. Ich denke übrigens, dass wir, wenn wir diese Welt hier abgeschlossen haben, mal einen kleinen Abstecher ins Gummijet-Menü auf der Weltkarte machen werden. Denn ich habe ja noch gar nicht gezeigt, wie das so eigentlich ist mit dem Gummijets und dass man da diese Gummis alle sammelt, um sich da schön auch was selbst bauen zu können. Wenn wir schon das ganze Zeug haben, können wir schon mal anfangen, an einem Prototypen zu basteln, bis wir dann alles haben, was wir da so brauchen, um uns einen richtig tollen Gummijet zu bauen. Denn natürlich müssen wir uns unseren richtig tollen Gummijet auch erstmal so ein bisschen erarbeiten und erfarmen. Gerade am Überlegen, ob da oben was war. Da kommen wir gar nicht hoch. Hier müsst's dann wieder ins Wunderzimmer gehen. Genau. Hier hinten. Oh, sind noch mehr Gegner. Kümmern wir uns erstmal um die. Tatsache ist, hier gibt's jetzt eine Menge geheimer Wege zu entdecken. Unter anderem eben, wie man sich vielleicht schon denken kann, ins Herztribunal, wo uns ja auch noch eine Kiste fehlt, an die wir noch nicht rankommen. Und eine Aderwampe. Und ja, dadurch, dass sich das hier alles dreht und Durchgänge da sind, wo kein Mensch sie erwarten würde, muss ich tatsächlich jetzt ein bisschen aufpassen, den Überblick zu bewahren, dass wir auch nach Möglichkeit überall hinkommen, denn wir wollen natürlich alles haben. Ganz klare Sache. Au. Nein, schubst mich da jetzt nicht rein. Ist nämlich auch ein Durchgang zurück in den Lotushain und da wollen wir aber noch nicht hin. Verdammt, ich hätte hier nicht runter sollen, oder? Ich hätte hier nicht runter sollen, wir kommen nicht mehr zum Kamin. Okay, gehen wir halt doch wieder in den Lotushain. Hüpfe, hüpf. Genau das meinte ich mit dem Überblick behalten. Genau das ist nämlich gerade nicht passiert und jetzt sind wir... Ah, ja, genau. Jetzt sind wir da. Das heißt, wir können einfach hier nochmal durchgehen und noch in den Kamin hüpfen. Ja, das ist hier alles so verwirrend und verworren. Wir hüpfen in den Kamin und landen in einem Heckengarten. Nee, landen wir nicht. Wir landen im Wunderzimmer. Aber dieses Mal dreht sich alles nochmal ganz anders. Wir jetzt sind, beziehungsweise sind wir jetzt auf einer anderen Wand und hab jetzt hier was runtergeschmissen.
Den Bären, oder? Ich glaube, ich habe den Bären runtergeschmissen. Habe ich den Bären runtergeschmissen? Ich habe gerade nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Oh, oh. Ah, nicht die Mega-Potion, oh Gott. Was macht die denn in meinem Menü? Meine Herren, das läuft ja gerade hervorragend. Wisst ihr was? Ich würde mal sagen, schön, dass wir wenigstens gerade mal in einem lebensbedrohlichen HP-Bereich waren. Das könnte bedeuten, dass wir vielleicht gar nicht so schlimm überlevelt sind. Auch die Tatsache, dass Donald gerade gestorben ist und Goofy kurz davor, spricht da dafür. Ist übrigens gar nicht schlimm, wenn unsere Partner mal K.O. gehen. Die sitzen dann, wie man es bei Donald gerade sieht, so ein bisschen am Boden rum und regenerieren sich nach einer Zeit wieder. Zwar nicht mit vollen HP, aber immerhin wieder genug, um am Kampf beteiligt zu sein. So, sammeln wir mal eben dieses Zeug. So, Donald sollte sich dann auch gleich wieder erholen. Da ist er auch schon. So, und jetzt haben wir hier diese Lampen, die wir berühren wollen. Denn dann geht hier das Licht an. So, und dadurch entsteht hier ein Bild. Das, wenn wir es untersuchen, in den Lotushain führt. Aber erstmal wollen wir auch diese Lampe hier berühren. Und dadurch kommt hier eine Truhe raus. Ich weiß doch auch nicht, warum das alles passiert. Aber es passieren. Es passieren viele Dinge. Oh, ein Schutzengel. Schutzengel, tatsächlich ein besonderes Item, das wir auch gleich benutzen wollen. Aber zuerst entfernen. Achso, ja doch, Moment. Truhe und eine Potion. Bevor ich aus Versehen noch die Mega-Potion benutze, wie es gerade schon fast der Fall gewesen wäre. So, und dann gucken wir uns in der Truhe hier den Schutzengel an, der tatsächlich unsere Abwehrkraft um 1 erhöht. Wir können das jetzt einmal benutzen, können uns dann aussuchen, wer es bekommt. Und natürlich wollen wir das Sora geben. Wir wollen natürlich unsere eigene Abwehrkraft erhöhen. Wie gesagt, wenn Donald und Goofy K.O. gehen, sitzen sie nur einen kurzen Moment rum. Wenn Sora K.O. geht, haben wir ein Problem. Denn dann sind wir Game Over. Und wir wollen nicht Game Over sein, denn das wäre doof. Wer ist schon gerne Game Over? So. Solche Items gibt es natürlich auch entsprechend für andere Werte, für Magie, für Angriff und so weiter. Werden wir alles im Verlauf des Spiels noch bekommen. So, und jetzt würde ich sagen, guck nochmal ganz kurz, dass jetzt irgendwas Besonderes gebracht, dass wir den Bären hier unten haben. Ich glaube erst wieder, wenn wir ins Wunderzimmer gehen. War das überhaupt? Das war schon der Bär, oder? Lampe brennt bereits, genau. Es geht so aufpassen, nichts zu übersehen. Oh, ich übersehe bestimmt 100.000 Sachen, aber glücklicherweise, hier geht es dann weiter ins Wunderzimmer. Ich denke, wir wollen erst hier in den Lotushain. Okay, das war hier. Okay, dann haben wir hier gar nicht mal so dringend hingewollt, denn hier ist tatsächlich eine weiße Triotech, mit der wir noch lange, lange nichts anfangen können. Und wieder solche Blumen, die uns hier ein Potz geben. Was willst du? Ein Elixier und du willst eine Potion. Die kann ich dir geben. Nein! Ich kann sie auch mir geben, wenn ich möchte. Aber ich glaube, du kannst sie gerade dringender brauchen. Und dafür gibt's eine High Potion. Okay. Elixier haben wir keins, meines Wissens nach. Doch, wir haben ein Elixier. Perfekt. Dann mögen wir doch eben jenes. Kann ich das hier jetzt schon? Nee. Dann geben wir doch mal Sora erstmal wieder eine normale Potion. Und dann das Elixier. Und jetzt das Elixier nicht aus Versehen auf Sora benutzen, sondern hier auf die Blume. Für jede Menge Geld und ein Mithrilerz. Ohoho. So. Mehr können wir hier, wie gesagt, leider noch nicht tun. Wir können weder diese Blumen aktivieren, noch die weiße Triotech. Also hüpfen wir hier wieder ins Wasser. Und natürlich kommen wir dann wieder aus diesem Gemälde. Was denn auch sonst? So, und dann können wir jetzt hier weiter durchs Wunderzimmer. War das richtig? Hätten wir durch das Bücherregal müssen? Wir hätten durch das Bücherregal müssen. Ich wollte gerade sagen, in dem Moment, wo ich reingehüpft bin, war mir bewusst, das war falsch.
Also einmal durchs Bücherregal. Habe ich schon erwähnt, dass das hier unübersichtlich ist. Und wir sind wieder am Lotushain. Und zwar hier oben jetzt. Mal ganz ausgefallen. Ich kurz aufpassen, dass ich nirgendwo hinhüpfe. Weil die Truhe da hinten haben wir uns ja geholt. Das heißt, soweit dürfte jetzt alles okay sein. Ja, doch, gut. Wir haben die große Tour durch dieses Räumedreh-Chaos überstanden und wollen hier in den Teepartygarten weiter. Tja, die Teegesellschaft des verrückten Hutmachers und des Märzhasen, die hier gar nicht glücklich aussehen, tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch zum Nicht-Geburtstag. Oh, woher wussten die, dass Sora heute Nicht-Geburtstag hat? So, auch hier übrigens möchte ich natürlich kurz darauf aufmerksam machen, dass das ganze Teegeschirr und alles selbstverständlich nur auf dem Tischtuch aufgemalt ist. Was sollte auch sonst passieren? Und bin gerade am Überlegen. Ich will hier was machen. Ich glaube, aber das können wir noch nicht machen. Das können wir erst später machen. Das erst später machen? Ich glaube, wir können das erst später machen. Und da oben haben wir auch wieder ominöse Truhen, an die wir nicht rankommen, aber noch rankommen werden. Auch da hinten zum Beispiel eine. Und hier sehr schöne Lampen an der Decke hängen. An der Decke vor dem aufgemalten Himmel mit dem aufgemalten Wald. Nichts, was einen im Wunderland noch verwundern würde. Deshalb gehen wir einfach weiter durch dieses Haus und landen natürlich wieder im Wunderzimmer. Sie verstecken sich irgendwo. Die Momminrät ausgraben. Ihr wollt die Schatten finden? Macht das Licht an. Ja, tatsächlich ein Tipp der Grinsekatze. Wir sind auf der Suche nach den Schatten, die Alice entführt haben. Die hier sind es ja tatsächlich nicht. So wie es aussieht. Sonst wäre ja hier jetzt irgendwo eine Alice. Aber wir finden sie wohl, wenn wir das Licht anmachen. Was es damit wohl auf sich hat. Diese Ado-Wampe wird uns das bestimmt beantworten können, indem wir die Antwort einfach einmal aus ihr rausprügeln. Komm. Sora. Ich sehe gerade nicht, wo sie hin ist. Da ist sie. So, und komm. Nicht ganz gereicht. Sehr schade, finde ich das. Dann machen wir es einfach nochmal mit einem Eiszauber, denn der geht auch vorne durch die Ado-Wampe durch und macht Schaden. Was ich tatsächlich sehr, sehr schön finde. Und ein Pyrosplitter. Sehr schön. Entschuldigung, ein Pyrop-Splitter. Kein Pyrosplitter, also wirklich. Wir wollen das Kind ja hier schön beim Namen nennen. So, jetzt muss ich kurz gucken, was wir hier alles machen können. Wenn ich nicht irre, können wir hier nicht durch, oder? Nee, passt. Hier dürfte es jetzt tatsächlich gar nicht so viel zu tun gehen. Nee, nee, müsste passen. Da drüben kommen wir auch nicht durch, oder? Perfekt. Schön, das finde ich gut. Das heißt nämlich, es gibt hier keine Dinge zu übersehen oder dergleichen. Sondern wir wollen einfach nur hier auf diese Lampen hüpfen und das Licht anmachen. Wie uns ja geraten wurde. Und siehe da, eine Blume. Es ist nicht hell genug, ihr braucht mehr Licht. Was jetzt? Ein Licht müsst ihr noch anmachen. Dann tun wir das doch sogleich und machen auch dieses Licht hier an. Alle Lichter sind an, gleich seht ihr die Schatten. Sie sind in diesem Raum, aber nicht hier. Die Schatten schnappen sich vielleicht auch Herrn Knauf. Woher weiß diese Katze das alles? Aber gut, das soll unser nächster Hinweis sein. Wir sind auf der Suche nach den Schatten, die Herrn Knauf angreifen wollen. Und dafür machen wir hier mal einmal auf und hüpfen zurück ins Herztribunal. Und landen hier oben und damit bei der letzten Truhe, die uns hier noch gefehlt hat, die uns ein Blitzrauchgummi beschert für unseren Gummijet wieder.
Hatte hier gerade eine Tür vermisst, aber mir fällt gerade auf, das war in einem anderen Teil. Also ist alles gut. Herzkönigin, wir haben das Licht angemacht. Was sagt ihr dazu? Du verbirgst doch nichts vor mir, oder? Niemals nicht, euer grausame Ungerechtigkeit. So, wir wollen einmal hier in den Speicherpunkt gehen. Und ich möchte tatsächlich nochmal ganz kurz, jetzt wo die Lichter an sind, in den Teepartygarten. Und da mal eben noch etwas nachgucken. Beziehungsweise, Moment. Ich möchte gerade nochmal was anderes ausprobieren. Und zwar geben wir dieser Blume mal eben eine Potion. Damit Zora wieder groß wird und wir den Baum hier nochmal drehen können. Dann gehen wir nämlich hier nochmal kurz durch das Astloch durch. Mir gehen da noch ein, zwei Sachen ab, die ich gerne noch, bevor wir jetzt ins Wunderzimmer gehen, kurz noch überprüfen möchte. Unter anderem eben dieses Astloch hier. Ich glaube tatsächlich, das im Teepartygarten kommt erst später noch. Ach ja, genau, jetzt sind wir nur auf dieser Seite. Nee, passt. Dann ist alles gut. Ach so. Wegen den Gegnern. Oh, aber ein Luzidsplitter. Sehr schön. Und ein Level-Up für Goofy. Auch sehr schön. Und ein Rubinsplitter. Okay, da hat sich dieser kleine Exkurs doch tatsächlich nochmal gelohnt. Und weißt du was? Feuer, 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 Feuer. Oh. Das war jetzt leider nicht genug Feuer. Haut drauf, Leute. Dankeschön. So. Huch. Ach, und jetzt wird der Eimer groß. Okay, das heißt, wir wären vorhin tatsächlich sogar zurückgekommen. Habe ich das übersehen? Wahrscheinlich. Egal. Zurück in den Lotushain. Dann gucken wir nochmal ganz kurz in den Teepartygarten. Weil ich da nochmal was überprüfen möchte tatsächlich. Die lassen jetzt einfach mal eben stehen. Und zwar jede Menge Truhen. Nee, dann kam das tatsächlich erst noch. Wie gesagt, das ist alles hier so viel Zeug, an das man denken muss. Aber dann hatte ich das schon noch ganz richtig im Kopf, dass das erst noch kommt. Dann ist alles gut. Dann gehen wir jetzt zurück zum Herztribunal. Beziehungsweise wollen wir Richtung Wunderzimmer. Das werden wir allerdings nicht mehr in diesem Part machen, denn unsere Zeit ist schon wieder erreicht. Ich weiß, es geht immer so schnell. Und ich habe aber das Gefühl, nichts zu schaffen in einem Part. Aber tatsächlich ist, wir haben eigentlich sogar ein bisschen was geschafft. Es kommt einem nur so wenig vor, weil man einfach 10-mal durch den gleichen Raum aus anderen Perspektiven, beziehungsweise anderen Drehwinkeln hier durchläuft. Ich werde dann nochmal eben hier speichern. Und im nächsten Part werden wir dann wieder ins Wunderzimmer gucken, nachdem ja laut der Grinsekatze die Schatten uns jetzt einen Besuch abstatten sollten. Mal gucken, was da so passieren wird. Ich hoffe zumindest, dass euch dieser Part hier soweit gefallen hat und hoffe natürlich sehr, sehr stark, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich sag für heute Tschüssikowski, euer Pagu.